Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engage. Und ein paar andere News auch. Jo Leute, der nächste Teaser ist da. Dieser da. Was sehen wir denn da? Wenn wir uns das Ding genauer anschauen. Hier ist so eine Art Tiger, Löwe oder sowas zu erkennen. Also irgendein Beast steht hier. Awaken Beasts of Fire and Ash. Battle it out and loot the stash. 2 days to Season 8. So. Was heißt das? Also irgendwelche Feuermonster, also irgendwelche Monster soll man aus Feuer und Asche erwecken. Die bekämpfen und dann eben looten. Ja, also woran erinnert das? Das erinnert so ein bisschen an die Zombies, das erinnert an die Eismonster. Das bedeutet, vermutlich wird es in Season 8 auch wieder irgend so ein Ding geben, wo dann irgendwelche Monster, also irgendein Event, wo dann irgendwelche Monster, wahrscheinlich eben Feuermonster oder Aschemonster, rumrennen und wir können sie wieder looten. Ja, also mehr ist das nicht. Wenn man da mal so langsam sich dran gewöhnt hat an die Dinger, dann ja, sind sie einfach da und eine gute Möglichkeit, auch einfach mal schnell was zu looten. Wenn man es mal irgendwo mitten in der Prärie braucht. So, also, dann schauen wir in den heutigen Item-Shop rein und da haben wir den Birch. Der ist wieder zurück. Der Birch. Dass er auch was sehen kann. Der ist für die Blinden dann gedacht. So, ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Genau. Naja. So. Gucken wir uns das Ding an. Das Teil, das hat hier, kriegt von mir 7 von 10. Schauen wir mal, was hat der Verge aktuell als Noten. Da haben wir ihn. Mal gucken, wo ist er? Wo? Da sind wir auch richtig. Ja, sehr gut. Da ist er, der Verge. Mit 4,39 von 5. So. Alles klar. Bin wieder drauf gekommen. Falsch. Blöd. So. Als nächstes haben wir hier diesen Clean Cut. Oh, sieht ganz interessant aus. Das Ding kriegt von mir 5 von 10, das war es dann aber auch für den Clean Cut. Hier 4,55 von 5 bei 11 Votes. Dann haben wir auch diesen Diverge. Ja. Sieht ganz. Ja. 6 von 10 für den Diverge. Schauen wir mal, was hat der? Hier 4,36 von 5 bei 11 Votes. Da sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir bei dem sensationellen, schrottigen Venturion. Ich finde, der sieht echt aus wie so eine C3PO-Version für Arme. Das hier vorne erinnert mich so ein bisschen an den Fluxkompensator. So, der Venturion kriegt von mir 4 von 10. Okay. 2,69 von 5 bei 26 Votes. Dann haben wir den Ventura. Oh, den finde ich noch schlimmer. Der kriegt von mir nur 2 von 10, der Ventura. Den finde ich ganz, ganz schrecklich. Ganz gräuselig. Hier 3,1 von 5 bei 30 Votes. Airfoil kann ich auch nichts mit anfangen. Sieht, oh, ich weiß ja, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Von mir 2 von 10 Airfoil. Und hier haben wir 2,38 von 5. Da sind wir ja auch schon durch. Dann haben wir den Rusty Rider.
Ja, sieht ja nicht ganz so beschissen aus wie der normale Standardgleiter. Kriegt von mir 4 von 10, der Rusty Rider. Da sind wir bei 3,09 von 5 bei 11 Votes. Jetzt haben wir einen neuen Emote und jetzt schauen wir mal, was das ist. Also, das Ding werden wir uns dann zum Ende hin nochmal mit allen möglichen mit allen möglichen Skins anschauen. Der Jamboree kriegt von mir 7 von 10. Und momentan gibt es noch keine Bewertung dafür. Dann haben wir einen Jungle Scout. Und sorry, ihr wisst, wie ich finde, der sieht echt einfach nur scheiße aus. Der Jungle Scout kriegt tatsächlich, ich muss es tun, es tut mir wirklich sehr leid. Weil Jungle Scout kriegt von mir 0 von 10. Ich finde diesen Skin einfach nur mega kacke. 4,28 von 5 bei 29 Votes. 117 Reminders. Flippin' Incredible. Cooles Teil. 7 von 10. Und da haben wir hier auch 3,6 von 5 bei 15 Votes. Der Devastator. Soll ich den Devastator geben? Meiner sieht jetzt nicht ganz so beschissen aus wie der Jungle Scout. Bisschen peppiger hier. Bisschen peppiger gekleidet. Coole Farben. Würde mir so eigentlich ganz gut gefallen, sage ich mal. Kriegt von mir 6 von 10. Nochmal 4,09 von 5 bei 11 Votes. Und dann haben wir die Armature und 3 von 10. Ich weiß aber, was dazu sagen soll. Armature 3 von 10. Hier 3 von 5 bei 11 Votes. So. Ja, jetzt werde ich schon mal mich von denen verabschieden, die einfach nur die ganzen Items sehen wollten. Und jetzt schaue ich mir mit den anderen. Also erstmal, bitte lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Ne? Freue mich aufs nächste Wiedersehen. Für alle anderen, wir machen jetzt mit dem Jamboree mit verschiedenen Skins weiter. Eventuell ist da ja was Interessantes für den einen oder anderen mit dabei. Da könnt ihr erstmal gucken. Mit dem schwarzen Ritter sieht es eigentlich ganz witzig aus. Schauen wir mal hier. Er macht Spaß, er macht Spaß. Also wahrscheinlich werde ich mir später nochmal die Note nachkorrigieren. Er macht echt Spaß. Schön. So, gucken wir mal beim Raven rein. Das Ding, das macht irgendwie einfach nur gute Laune gerade bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Den hatten wir ja schon in Spider-Knight. So, gucken wir mal beim Eiskönig in Gold. Das ist der gute Laune-Emote, würde ich sagen. Der gute Laune-Emote. Ohne Scheiß. Also hier, ich. Wenn ich den jetzt noch 10 Mal gucke, dann fliegen aus mir hier goldene Einhörnchen raus. Ich sehe schon über mir überall Regenbögen. Die Sonne. Ja, Mann.
Irgendwie, also das Ding, das ist irgendwie, ja, macht was. Badam, badam. So, Skifahrer. Da werde ich hier richtig zum Wackelwaschi. Der Wackelwaschi ist da. Na, kommen wir mal hier mit dem. So, der Wackelwaschi. Ist das Ding witzig. Das Ding ist irgendwie echt mega cool. Also ich kann jetzt schon meine Note revidieren. Ich gebe dem keinen 7 von, ich gebe dem Ding 9 von 10. Ich finde den echt mega witzig. Cool. Mega, mega cool. Auch mit dem Dark Bomber natürlich. Da wird es bestimmt super aussehen. Also der Knockops momentan, mein, was das anbelangt, ey, absoluter Oberknüller. Knockops, das sieht so toll aus. Knockops, mega. Thank you.
Da muss ich ja fast sagen, das sieht ja bei dem noch fast am allerbesten aus aktuell. Thank you.
So, jetzt lass es nochmal mit dem Skin durchlaufen, wo ich ein paar Mal durchlaufen, wo ich denke, also ich werde es mit zwei Skins machen, wo ich denke, da sah es echt einfach am coolsten aus. Ich lehne mich jetzt zurück und lass tanzen. Und noch mit dem zweiten Skin. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Kraft. Thank you.